Sind beide Türen auf? Was machen die denn noch? Tschüss, Liebe. Bitch. Oh, still got you. Die gehen mir so auf den Sack, die Olle. Alter Falter. Wow. Oh no. Das bringt doch nur Scheiße. Oh, guck mal, Krähen Level 2. Hey. Was bringt mir das jetzt? Die in der Welt gefundenen Krähen können direkt mit dir kommunizieren. 50% der Zeit geben die krächzende Krähen einen visuellen Hinweis, wenn du dich im Umkreis von 24 Metern. Komm, wir nehmen mal die Krähen wieder, damit der Clark seine Freude dran hat. Nehmen wir halt die Krähen wieder. Obwohl, man könnte ja auch mein Spiel als Survivor spielen, ne? Oh, das ist immer so creepy. Ich dachte mir schon, dass du dich freust. Aber guck mal, wie man hier hardcore einfach Punkte farmen kann, ja, als Killer. Ich würde ja auch gerne mal den Clown und so ausprobieren, ne? Persönliche Verblüffung kaufen. Was steht denn? Ein taktischer Killer, der Überlebende kontrollieren und festhalten kann, indem er Flaschen mit Nachspieltonikum wirft, um giftige Gasfolgen zu schaffen, die für kurze Zeit weite Flächen bedecken. Überlebende, die vom Gas benebelt werden, leiden an... Obwohl, ne, warte mal, ich nehme mal den Albtraum. Wir nehmen mal den Albtraum, den will ich mal... Ich will mir den mal angucken, was der so kann. So, welchen Perk nimmst du denn? Planungsprozess aus 5 Freischaff während der Jagd ist der Variablik ist leicht erhöht. Leider in der Gegenwart löst du Grauen aus. Problem mit deinen Terrorradius in den Listen. Oh, das ist gut. Dein Hass auf Fortschritt treibt dich an. Überlade einen Generator mit Hilfe der Aktion Generator. Schäden. Der nächste Überlebende, der mit diesem Generator interagiert, muss einen moderat schweren Fähigkeitscheck bestehen. Oh Gott. Ich will mal gucken, wie der sich spielt. Das würde mich wirklich mal interessieren. Obwohl, der ist schwer. Gucken wir mal. Weil die hören mich jetzt. Das ist natürlich scheiße. Schauen wir mal, wie der Doc sich spielt. Hallo, übertreibt's mal nicht, Fräuleins, ja. Krasse Kacke. Ach so, wegen deinem Knie. Ich habe mal gehört, dass hier dieses das machen die aber ganz viel, also machen sie ganz viel in der Sportmedizin. Also entweder diese Tapes, die die ja kleben, oder was war noch hier, Elektroschocktherapie oder was auch immer. Also da gehen die mit Strom daran. Das soll auch ganz gut helfen. Ja genau, das ist jetzt der Doc mit den Elektroschocks. Ich bin mal gespannt, wie der sich spielt, ja. Ich habe keine Ahnung. Guck ihn dir mal an, ey, mit seinen leuchtenden Äuglein. So, ich kann ja mal gucken, was kann man denn hier machen? MC-Behandlung wechseln.
hier ist wer. Ey, ich will gerade das Ding wechseln. Du musst immer wechseln. I don't know what I'm doing. Just saying. Nee, ich mag den nicht irgendwie. Der ist komisch. Warum sind die so schnell jetzt? Ich glaube, du musst die mit dem Scheiß hier treffen. Da hinten also. Und dann weiß ich auch nicht. Ich weiß nicht, also den finde ich gar nicht. Um ehrlich zu sein. Ich meine, ja, du siehst die Leute, klar. Das ist schon cool. Das ist wahnsinnig cool. Aber guck mal, wie schnell die jetzt einfach wegkommen, ne? Natürlich auch Käse. Oh Gott, komm, move it. Girl. Die hat's aber auch mit dem Ding, ey. Ja, also den finde ich scheiße. Finde ich ganz ehrlich, ja. Finde ich Käse.
Das finde ich Käse. Bin ich kein Fan von. Bin ich blöd. Die sind doch alle weg. Jesus. Naja, wann benutzt man das denn? Also das ist halt nicht ganz klar. Ich meine, ja, du kriegst... Also, guck mal, ich habe trotzdem 15.000 Punkte gekriegt mit dem doofen Affen hier. Was ist das? Gott sei Dank, weil die Fläche wird sich. Überlebende, die von Gas benötigt werden, leiden angeschränkte eisige Bewegungsgeschwindigkeit und verraten ihre Position durch lautes Husten. Naja. Nee, ich bleib dann lieber. Ich bin ehrlich, ich bleib dann lieber bei den Leuten, wo ich weiß, wie es funktioniert. Oh Gott. Okay. Komm, ich krieg schon wieder die komischen Krähen. Wie viele Krähen soll ich denn noch kriegen? Guck dir die mal an. Die blägen mich dann permanent an, oder was? Die Viecher. Ich weiß, ich finde den Doktor komisch. Mag ihn nicht. Oder ich muss halt noch warm mit werden. Aber ich bin es halt gewöhnt, dass die Leute mich jetzt nicht mehr hören, ne? Und dass ich da rumschniegen kann wie so ein Depp. Und dadurch, dass die mich jetzt hören, trollen die mich natürlich. Nicht die Kitty trollen, die mag das nicht. Die mag das nicht. Wieso kann ich mein Schwein nicht anpassen? Ich hätte gerne eine Anpassmöglichkeit. Geflüster. Ich will mal gucken, was das hier ist. Echt, ey. Soll mich nicht mobben. Das nehme ich persönlich. Was ist das für ein Scheiß? Okay. Bin mal gespannt, was noch so für Killer rauskommt. Kommen. Jetzt ist ja vor kurzem erst wirklich der Geist rausgekommen, der sich so teleportieren kann zum Teil und echt creepy ist. Sehr creepy. Mag ich nicht. Warum ist das so dunkel? Da sehe ich doch nichts. Und alle sehen mich wegen meinem sehr roten Mantel. Und wie die Krähen brüllen mich jetzt nicht an und sagen mir, wo die Affen sind. Dann boxe ich dir alle um. Erwischt, Bitch. Ah, ja. Die kannst dich die ganze Zeit hier rumhopsen wie so Depp. Oh, cute. Ehrlich, cute. Was war denn das? Hast verkackt und so. Hier kriegst du ein scheiß Ding auf den Kopf. Hast du nun davon, Girl? Komm mal mit, Schätzelein. Spacke dich mal hier auf den Haken. Whoops. Das ging aber schnell. Ach, da hinten sind sie. Are you serious? Fuck my life. Fuck it very, very much. Bullshit. Komm her, Bill. Where are you going? Das ist doch gemein.
Die haben mich getrollt. Ja, ist nicht und so, Girl. Hast du nicht so drauf, wie ich sehe. Wie ich die Leute mobbe, ey, ist schlimm. Ruf hier auf den Haken. Komm, lauf, Girl. Was soll der Unsinn? I saw you. I see you, girl. Hola. Ey, komm, Bullshit. Really? Ja, bitte spring drüber. Ah, Bullshit. Girl. Was? Meine Güte. Komm mal mit Schätzelein. Da seid ihr. Ja, irgendwie sterben die asiatischen Mädels gerade sehr schnell. Warum ist hier kein Haken in der Nähe? Nur da drüben.
Was macht denn der Typ? I don't like trolls, girl. I really don't. Und dafür kommst du jetzt in meinen Dungeon. Eiskalt, hey, guten Abend. Wie geht's, wie steht's? Ist der doof? Warum möchtest du denn gerne meine Aufmerksamkeit? You know, I'm not that stupid. Ist der hohl? Was ist mit diesem Typ los? That's nice. You know why? Because I'm just gonna get you now. Hey girl, how you doing? How you doing? Komm her, Schätzlein, ab mit dir in den Dungeon. Ab in den Dungeon. Whoops. That's so cute. Oh, that's cute too. That's so cute too. Komm her, Schätzchen. Wisst ihr was? Du kriegst auch noch so ein nettes Büchschen hier auf. Und ihr habt es immerhin versucht. Das bedeutet ja auch schon mal ein bisschen was. Und dann packe ich euch einfach jetzt hier auf den Haken. Und dann habt ihr es hinter euch. Wie wär's denn damit? Dann stelle ich mich hier hin. Also ich habe Zeit, Freund. Ich warte gerne. Die halten mich für Rotkäppchen. Du weißt, du kannst einfach aufhören zu drücken. Ich hoffe, das ist dir bewusst. Es lebt eh keiner mehr. Ich meine, du sparst dir viel Mühe. Okay. Ruffelkoptermann. Aber die Krähen haben mir diesmal nichts gebracht. Hast du mal eh eine Krähe irgendwie schreien hören? Ich habe da nichts gehört. Die machen jetzt Urlaub oder was? Das ist doch frisch. Das ist wirklich frisch. Guck mal, jetzt habe ich die super Sonderkrähen. Die Krähen, die immer irgendwie das Gefühl haben, dass sie reden müssen.
kriege ich jetzt Schönes? Was ist das für ein Shit? Heimtücke. Schaltet die Tarnfähigkeit frei. Beim Stillstehen für 4 Sekunden verkleinerst du deinen Terrorreis auf 0. Wirst unsichtbar, bis du dich wieder bewegst oder anderwertig tätig bist. Bis ich anderwertig tätig bin, so sieht das alles aus. Sachen gibt's. Ja, ich glaube auch, die Krähen sind ganz schöne Divas, muss man mal so sagen, ne? Das klingt aber auch fies. Du wirst unsichtbar. Oder ich hole mir wieder. Weil das ist komisch, weil 48 Dings ist schon ganz schön viel. Das ist schwierig dann. So, wie weit ist mein Bier? Fast leer. Ist auch schon ganz schön. Oh, das ist schon um 1. Also ich würde noch ein Spiel machen, glaube ich, und dann geht's ab in den Schönheitsschlafmodus. Damit die Falten nicht ganz so tief werden. Ey, mal ohne Spaß, würde man nur ohne diesen dummen Autokorrektur machen, ja? Da würde ich viel besser schreiben, als wenn das scheiß Ding an ist. Was ich ja manchmal für einen Unsinn schon geschrieben habe. Am besten finde ich immer Schlag gut. Schlag auch gut. Und schlagst du schon? Ist immer eine Freude, das zu lesen. Ja, die Lachfältchen. Hier, Äuglein. Äuglein, ja. Ich lache zu viel. Was kann ich abstellen? Ach so, Auto. Autokorrektur, ja. Ja, aber dann. Nee. Dann ist blöd. Dann ist blöd. Das will ich ja auch nicht. Aber ich will eine Autokorrektur, der halt nicht so geistig behindert ist, weißt du? Das wäre schön. Mal erinnert, der ein bisschen mitdenkt und nicht das will, dass ich alle Leute verkloppe. Das wäre glorreicher. Aber das kriege ich wohl nicht. Das Leben ist hart und ungerecht. Gerade mit Autokorrektur. Die Taschenlampe eines Überlebenden, die den Killer direkt ins Auge leuchtet, kann ihn für einen kurzen Augenblick blenden und dazu führen, dass er fallen lässt, was er gerade trägt. Naja. Naja. Die passt sich an. Oh. Sie kennt meine dunkelsten Geheimnisse. Die böse Autokorrektur. So, und jetzt will ich sehen, dass die doofen Krähen was machen. Und zwar was Sinnvolles. Nee. Hallöchen. I see you. Oh, fühlst du dich jetzt cool mit deiner Kacke hier, oder was? Süß und so, ja. Aber war ein Satz mit X und so. Girl. Ach Gott, warte. I see. Hier, versteckt ihr euch, ihr Bitches. Oder auch nicht. Ich hab's schon wieder verloren. Ich sehe das schon. Wo sind meine schlauen Krähen? Die können gerade wieder nichts machen, wie ich sehe. Außer sich bei mir erschrecken. Das ist ja toll.
Aha. Da hat jemand Unsinn gebaut. Das ist ja fresh. Ihr seid ja Kacke dreist, ich sehe das schon. Ich hoffe, ihr wisst, dass ich weiß, wo ihr hinlatscht. Oh Mann, also denn, warum ist das Gras hier so hoch? Schon frisch. Oh, ist gut jetzt. Jetzt kriegt euch mal wieder ein mit euren Kaputtmachen hier. Meine Fresse, habt ihr nichts zu tun? Hallo, es reicht langsam, Freunde. Oh, die rennen jetzt zu viert rum. Na, das wird ja ein Spaß. Ach, da vorne sind sie alle. Interesting. Seh dich, Bitch. Cute und so, aber Kitty's not amused. Und so. Komm mal her, Schätzelein. Komm jetzt mit, du Bitch. Wir gehen jetzt erstmal in den Dungeon, Girl. Damit du mir nicht so doof kommst. So eine Scheiße. Ich habe das Gefühl, es wird echt eine beschissene Runde. Ich meine, die Ene kriege ich ja vielleicht noch. Aber nicht mit mir, Leute. Nicht mit mir. Cute und so, aber. Oh ja, bitte geh runter. Bitte, 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 ja. Oh, that's so nice of you. That's so nice of you. Oh, cute. Cute. Come on, let's go. So cute. Oh, so cute. Ist ja süß, dass die so super Teamplayer sind und so, ja, aber.
Husch, husch. Da vorne ist er. At least you tried. Die hält sich jetzt voll und dann was? Wie sieht die dann noch retten? That would be quite nice. Na, dann haben wir es doch. Oh, warum bin ich so klein? Weil die in der Hocke immer rumrennt. Die rennt in der Hocke rum. Die ist sneaky. Super sneaky. Was ist das? Kiste mit Schornsteinen. Bringt moderat die Zeit, die benötigt wird, um ein Überleben in einem umkehrenden Bärenverlauf zu stapelbar. Meh, zeige ich dazu. Achso, was war denn das jetzt hier? Flut, der seine Kraft aus Hoffnung zieht. Die falsche Hoffnung der Überlebenden erfüllt dich mit Erregung und stärkt deine Tode und selbst für jedes verbleibende Glanz und verfluchter Turm auf der Karte ein Zeichen. Verdiene 6% mehr Blutpunkte für Aktionen in der Jagdkarte. Die Zerstörungsgeschwindigkeit der Überlebenden ist für jedes Zeichen um 4% verringert. Du wirst benachrichtigt, wenn jemand mit der Arbeit an einem verfluchten Totem beginnt. Aha. Und das hat mir jetzt nicht ganz so viel gebracht, muss ich gestehen. Achso, ich wollte ja aufhören, ne? Ich vergaß. Ich vergaß, ich war jetzt so voll drin. Ja gut, ich höre auf. Es reicht für heute, ich gehe jetzt ins Bett. Bisschen Falten auskurieren und so. Danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein. Gutes Nächtschle. Schlaft schön.